Okay, wer bist du? Wieso willst du uns umbringen? Machst du deine Chinesen-Augen auf? Was hat er gesagt? Ich glaube, er redet Französisch. Französisch? Er will Frau klar machen. Sag, dieser Arschloch soll richtig reden. Bruder, ich kann nicht mal Deutsch. Rede Deutsch. Nein, du bist Ping-Pong. Rede wie eine Chines. Komm her, kleine Chines. Geht raus, ich schwöre, ich bring ihn um. Geht raus, wir schlagen ihn jetzt kaputt, bitte. Welche Farbe hat meine Unterhose? Das ist Schwester Agnes aus unserer Krankenhauskapelle. Sie spricht fließend Französisch und hat sich bereit erklärt zu dolmetschen. Endlich, meine Hand tut weh von Ohrfeigen. Sehr gern. Schwester, frag bitte, wieso er aussieht wie kleiner Homosexual. Qui vous a envoyé ici? Faites une grave erreur. Bientôt vous allez nous demander pitié. Salner! Er sagt, sie beide machen einen schweren Fehler und eines Tages würden sie um Gnade winseln. Außerdem sagt er... Was? Bitte, Schwester, was hat Ping Pong gesagt? Naja, er hat das N-Wort benutzt. Tja? Nilpferd? Sagt dieser Hurensohn. Carter! Sie ist Christian, Frau von Gott. Oh, Schwester, sagst du diesem kleinen Chines, seine Augen sehen aus wie eine Minus. Monsieur, ce monsieur vous envoie personnellement vous faire F. Faire F? Dis-lui que ce putain de nègre de grand-mère, c'est ce ours! Hat er Sack gesagt? Er hat wieder das N-Wort gesagt, aber diesmal erwähnte er ihre Großmutter. Sagst du ihm, seine Mutter ist eine Fettsack? Carter! Beleidige auch Vater von Ping-Pong. Richtig, ich schwöre, dein Vater Fettsack, deine Schwester Fettsack, weil sie sind immer Hund und Kurze gemischt, ich schwöre. Rap der Chinese, die Chifra. Il dit que votre sœur est une paix, qui gagne double, parce qu'elle n'a pas de temps. Et son petit copain là, die lui c'est une grande pauvre fiotte, un sale pédé, une tapette de Toulouse. Hat er Sack gesagt? Nein, diesmal hat er diesen Gentleman mit einem Wort bedacht, das Katze bedeuten kann und mit einem anderen Wort, das sich auf Fuchtel reimt. Schwuchtel? Sag ihm, ich steck mein Bohrmaschine in seinen Arsch! Oh, Lee, nimmst du eine Flexmaschine? Ich hätte oben ein Wörterbuch. Flexmaschine in seiner kleinen Arsch! Oh, Björn! Was sollen Sie denn krummeln? Komm, Hanne la Fille! Ha, Sie sind mort! Er sagt, sie beide erwartet der Tod, genau wie Han und das Mädchen. Oh, Schwester, setz du dich kurz um, ich schlag diese Huren so kaputt. Rede mit mir, Tachi Franonen. Rede Deutsch oder ich schneide deine kleine Karuzap und stecke in deinen Mund. Seine Kronjuwelen? Genau, Schwester, seine kleine chinesische Mikropenis. Adinchet Müs! Lee, gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe, Lee! Crater up, Kometichi, crater up! Okay, welche Farbe hat meine Unterhose? Hier! Was hat er gesagt, Schwester? Er sagte, er schießt mich. Putain! Lee, wo sind die Patronen? Entschuldigung. Ich versuche, kleine Chop Suey umzubringen. Kleine Chines. So, du kleine Chop Suey, ich schwöre, entweder du redest, oder ich schwöre, ich bring dich um, mir ganz egal, wegen Abschiebung nach Kosovo. Ciao, Arschloch-Schwester, ich schwöre, bring diese kleine Chines jetzt um. Carter, sofort! Carter, bring ihn um! Ping-Pong, ich schwöre, meine Waffe macht jetzt Pong-Pong! Warte! Er sagt, warte! Sehr gut, Frau der Roosevelt. Wo war ich um dir? Was hat Ping-Pong gesagt? 50, Franklin D. Roosevelt. Genevieve. Verlümmer, Schwester. Jederzeit wieder, Bruder.